Sehr geehrte Landsleute, liebe Nepunderfer Freunde, Ausgangspunkt für das Zustandekommen dieses Filmes war unter anderem auch die Erkenntnis, dass Zeitzeugen, die uns über unseren einstigen Heimatort Nependorf Wissenswertes erzählen können, immer seltener werden. Sie sterben aus und hinterlassen eine unausfüllbare Lücke. Zeitzeugen machen aber die Vergangenheit lebendig. Es ist eines zu sagen, das habe ich schon irgendwo gehört, oder zu sagen, das habe ich selbst erlebt, das habe ich selbst gesehen. Auch war unseren Landsleuten nicht die Theorie Lehrerin, sondern die Wirklichkeit. Diese Beiträge bezeugen nicht nur die bleibende Liebe zu unserem einstigen Heimatort, sondern auch die Begeisterung für seine Geschichte und deren Sicherung. Auch wenn die Aussagen unserer Zeitzeugen gefühlsbetont sind, bleiben sie stets sachlich richtig und gewissenhaft dargelegt. Da wir verständlicherweise nicht über die Möglichkeiten eines Filmstudios verfügen und darüber hinaus als Videoamateure auch nicht entsprechende Fachkenntnisse auf hohem Niveau mitbringen, sind wir der Meinung, dass die Minderung der Qualität trotzdem vertreten werden kann, zumal es bis heute noch keine professionellen Aufnahmen über Nependorf gibt, und wenn, dann handelt es sich nur um Bruchstücke und nicht, wie hier, aller Wahrscheinlichkeit nach, um einen fünfteiligen Film. Der Film ist in viele interessante Kapitel eingeteilt, die wir Ihnen anschließend in Andeutungsform vorzeigen werden. Er gewährt Einblicke in alle Bereiche des Nependorfer Lebens, wobei uns die Menschen, die unserem Dorf einst Sinn und Leben gaben, wichtig sind. Trotzdem müssen wir darauf hinweisen, über Nependorf Erschöpfendes zu sagen, ist nicht möglich. Dazu ist die Geschichte dieses großen Dorfes zu vielfältig. Somit bleibt das Thema offen. Offen auch für alle anderen, die es wagen wollen, sich filmisch zu betätigen. Die Geografie Nependorfs. Das Dorf liegt im Süden des siebenbürgischen Hochlandes in der Hermannstädter Senke am Fuße des Sebinsgebirges, das zu den Südkarpaten gehört. Der im Sebinsgebirge entspringende Sebin, ein Nebenfluss des Alt, tangiert die Gemeinde, durchfließt einen Großteil des Nependorfer Hatterts und war für diesen, aber auch für Mensch und Vieh eine wichtige Lebensader. Nependorf liegt an der Europastraße 64, Nedlak, Deva, Mühlbach, Hermannstadt, Römnikow, Vilcsa, Pitest und befindet sich in der Nähe der geografischen Mitte Rumäniens. Nachbarortschaften der Gemeinde Nependorf sind Großau, Kleinscheuern, Großscheuern, Hammersdorf, Schellenberg, Heltau, Michelsberg, Reschinar und Poplaka. Sie alle haben auch mit dem Nependorfer Hattert etwas zu tun. Und natürlich Hermannstadt, worin es heute als Stadtteil einverleibt ist. Die ersten Anfänge verlieren sich im Dunkel der geschichtlichen Überlieferung, da über die Einwanderung und die Gründung der einzelnen Gemeinden nur spärliche Informationen existieren. Der Ort selber wird unter verschiedenen Ortsnamen genannt, wie Villa Eponis, Oppendorf, Eppendorf, und hat sich über das Letztere zu dem heutigen Namen Nependorf entwickelt. Rumänisch Turnișor und Ungarisch Kistoroni, was so viel wie kleiner Turm bedeutet. Näheres über Land und Leute finden wir dann in den thematisch zugeordneten Kapiteln dieses Filmes. Nun wünschen wir Ihnen eine angenehme Besichtigung.
schöne Zeit, wo wir zu zweit Wege oft gingen in unserem Heimatland. Darum singen wir heut, für die Frühzeit von Neppendorf Angaben über Bevölkerungszahlen zu machen, ist äußerst schwierig, da Kriege, Seuchen, Hungersnöte und dergleichen zu großen Schwankungen geführt haben muss. Einen klaren Einblick in die völkischen und wirtschaftlichen Verhältnisse des sächsischen Neppendorfs zu jener Zeit bieten die im Stadtarchiv befindlichen Teilungsbücher der einzelnen Stuhlgemeinden. Denen nach war das sächsische Neppendorf im Vergleich mit den Nachbargemeinden sehr klein. Ausplünderung, Vertreibung der Bevölkerung, Niederbrennung all ihrer Habe. So oft sich zum Beispiel die Kuruzen Hermannstadt näherten, flüchteten die Dorfbewohner in die Stadt, alles der Verwüstung und dem Raub überlassend. Neppendorf erscheint somit auch im Jahre 1712 klein und arm. 1712 zählte Neppendorf 25 sächsische Wirte und 5 rumänische Siedler mit einjährigem Wohnrecht, 25 Stück Zugvieh, 3 Kühe, keine Pferde, keine Schweine und Schafe. 12 Höfe standen leer, sie waren wüst. Innerhalb der nächsten 10 Jahre erholt sich Neppendorf sichtlich. So gab es 1725 schon wieder 108 Zugochsen, 108 Pferde, 117 Kühe, 140 Schafe und Ziegen und 137 Schweine. Im sächsischen Neppendorf gab es 56 Familiennamen, heute vielfach in Hermannstadt vorkommend. Und allen Wirren zum Trotz erblicken wir nicht mit wenig Stolz das Bild ergreifender Geschichte einer alten siebenbürgischen Sachsengemeinde. Ein Reis vom alten, kernigen, ausdauernden Sachsenstamm. Sie hatte durchgehalten. Ein Wunder will es einem dünken. Und es stand bis 1989 noch da, bedeutend gemehrt und vor allem völkisch gestärkt und gestählt durch die im Jahre 1734 einsetzende Zuwanderung der deutschen Transmigranten aus Österreich, Steiermark und Kärnten. Thank you.
Kirche und Kirchenleben. In diesem Abschnitt wird die Kirche als Gebäude von allen Seiten gezeigt, Überreste der einstigen Ringmauer, Renovierungsarbeiten im Laufe der Jahre, Glocken, Turmuhr und andere Bilder ergänzen dieses interessante Kapitel. Kommentare, aber vor allem ein interessanter Beitrag unseres ehemaligen, langjährigen Ortspfarrers Heinz Galter Senior über die Neppendorfer Kirchenordnung und Kircheneinrichtung begleiten die Bilder und geben diesen dokumentarischen Wert. Die Kirche von innen, unser wunderschöner Altar, der Altarraum, die Kanzel, die Paramente, Taufstein, Orgelempore, Bruderschaftsemporen mit deren Fahnen, um nur einiges zu nennen, was hier zu sehen ist. An diesen Teil reiht sich ein Sonderkapitel an, Dr. Helmut Klima, 40 Jahre Pfarrer in Neppendorf neben Hermannstadt, die größte evangelische Landgemeinde mit bis zu 4000 Seelen in ganz Siebenbürgen. Zitate aus seinem Tagebuch, aber auch wertvolle mündliche Beiträge unserer einstigen Frau Mutter, Maria Klima, geborene Liebhardt, geben diesem Teil eine besondere Stellung. Eine Fotomontage führt uns zu dem Tag der Einholung Pfarrer Klimas im Jahre 1940 zurück und spannt einen Bogen von der kirchlichen Trauung Pfarrer Helmut Klima im Jahre 1941 mit Maria Liebhardt, damals Lehrerin in Neppendorf, bis hin zu seinem 60. und 70. Geburtstag, den er, wie er nie vergaß zu erwähnen, mit Gottes Gnaden erleben durfte. Leider können wir Ihnen hier aus Zeit- und Platzmangel nicht alle Kapitel dieses etwa vier- oder fünfteiligen Filmes vorzeigen. Sie sind aber für alle mit der alten Heimat noch verbunden gebliebenen Landsleute von Interesse und auf jeden Fall sehenswert. Im Teil Kultur und Geschichte Neppendorfs widmen wir ein Sonderkapitel der Zuwanderung der Landler im Jahre 1734, ein wichtiges Kapitel in der Geschichte Neppendorfs. Ab diesem Zeitpunkt bilden sich dann auch die verschiedenen Vereine wie Wirtschaftsverein, Bauernverbände, Männergesangverein, Sportverein und natürlich auch unsere weit über die Dorfgrenze hinaus berühmt gewordene Neppendorfer Blasmusik, über deren Entstehen im Jahre 1879 und bis in die heutigen Tage der gleich angeschlossene, fertige Filmteil 120 Jahre Neppendorfer Blasmusik Aufschluss gibt. Ohne dich will nie vergehen.
schönen Tag. Wir laden alle ein, froh zu sein. Freunde sehen sich gerne wieder. Unser Kindergarten. Ehemalige Kindergärtnerinnen erinnern sich. Fotos unseres Kindergartens mit vielen Jahrgängen, schon ab 1928, machen hier Vergangenheit lebendig. Die Schule in Neppendorf. Interessante mündliche Beiträge und Klassenfotos, ebenfalls schon aus den 20er Jahren, bringen uns unsere Schulzeit näher. Leuchterburschen und Konfirmanden in Neppendorf. Hier gibt es eine Fülle an dokumentarischem Material. Ein wunderschönes Kapitel. Es folgen dann Trauung und Hochzeit in Neppendorf, Jahrgangsjubiläen, die Nachbarschaften in Neppendorf, Nachbarschaftsfasching, Maiumzüge und Gemeindefeste schließen die Kapitel über unser Gemeinde- und Kirchenleben ab. Die Neppendorfer Tracht, in ihrer Vielfalt und Schönheit kaum zu überbieten, wird uns von Neppendorfer Frauen live vorgeführt. Aber auch viele alte Familienfotos führen uns bis in das vorige Jahrhundert zurück. Viele Neppendorfer Familien werden sich darin wieder erkennen. Landwirtschaft und Viehzucht in Neppendorf. Alte Bauernhöfe werden hier gezeigt, die Dreschzeit, aber auch der Neppendorfer Hattert werden hier erklärt und vorgeführt. Kompetente Kommentare von Landsleuten gesprochen geben Aufschluss über die Jahre vor der Enteignung, aber auch über die jetzige Situation des Neppendorfer Grund und Bodens. Das Handwerk in Neppendorf. Auch hier wird der Weg der Neppendorfer zum kleinen Wohlstand gezeigt, waren sie doch schon immer durch die Nähe zur Stadt, aber vor allem durch ihr handwerkliches Können begünstigt. Im letzten Filmteil gedenken wir unserer Toten und unserer Helden. Neppendorfer Friedhof. Die Beerdigung und die Beerdigungsordnung. Friedhofspflege. Und dies begleitet von Neppendorfer Trauermärschen schließen unsere Dokumentation über Neppendorf ab. Es war im Herbst des Jahres 1879, als sich Männer unserer Gemeinde zusammentraten und eine Blaskapelle gründeten. Ihr großes Vorbild war die Militärkapelle Hermannstadt.
Da mussten sie feststellen, dass nur der Wille zur Gründung nicht ausreichte. Da die nötigen Geldmittel fehlten, bald fand sich ein Geldgeber. Dieser war Michael Schnell, ein großer Liebhaber der Blastabelle. In dem Prediger Reisenberger fanden sie einen tüchtigen Lehrmeister. Als Musizierraum wurde ihnen ein Klassenzimmer zur Verfügung gestellt. In ganz kurzer Zeit stellten sie bei verschiedenen Anlässen ihr Können zu Beweis. Im Jahre 1898 verpflichtete sich die Kapelle, bei den Unterhaltungen der Freiwilligen Feuerwehr mitzuwirken. Die Mitglieder erhielten Feuerwehruniformen und den Namen Feuerwehrmusik. Im Jahre 1908 übernahm Michael Schnell von Haus Nummer 379 die musikalische Leitung der Kapelle und stand ihr bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor. Thank you.
Im Frühjahr 2002 wurde eine neue Uniformierung vorgenommen. Dunkelblaue Röcke, deren grüner Aufschlag mit der Lira verziert war, und schwarze Militärkappen gaben der Kapelle ein vortreffliches Aussehen. Das Verbandsleben wurde über Statuten geregelt, deren Einhaltung ein ständiger Ausschuss von 6 Mitgliedern überwachte. Im Herbst des Jahres 2010 unternahm die Kapelle ihre erste größere Konzertreise in das damalige Königreich Rumänien, und zwar spielte man in Brezoi, Râmnicu Vâlcea, Piatra Olt und Craiova. Im Mai 2014 fand die bis heute berühmteste Konzertreise einer Neppendörfer Blaskapelle statt. Die Reise führte ihre Mitglieder nach Budapest, Pressburg, Wien und Graz. Der Erste Weltkrieg unterbrach diese aufstrebende Entwicklung der Kapelle. Viele ihrer Mitglieder wurden einberufen. Einige kehrten nie wieder in die Heimat zurück. Nach dem Krieg schlossen sich die verbliebenen Musikanten unter Führung von Michael Schnell, Hausnummer 556, wieder zu einer Blaskapelle zusammen. Josef Fleischer von Hausnummer 827 wachte über die finanziellen und administrativen Angelegenheiten. Thank you.
schöner Tag, wir laden alle ein, froh zu sein. Freunde sehen sich gern mal wieder, bei einem Glasse Wein. Mädels, schenkt uns noch mal ein, denn heute soll Stimmung sein, jeder ist dabei. Freunde, heute feiern wir, darum sind wir hier. Am 9. Januar gab es das erste Musikkonzert der Vereinigten Kapellen. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Hans Fleischer von Haus Nummer 828 heiterte das Publikum mit seinen bekannten humorischen Einlagen auf. Auf Veranlassung des Presbyteriums stellte sich die Kapelle gelegentlich auch in den Dienst der Kirche. An Heiligen Abend, am Morgen des ersten Oster- und Pfingsttages sowie am Reformationsfest wurde in der Kirche oder vom Turm musiziert. Es wurden die drei bekannten Weihnachtslieder gespielt, O Tannenbaum, Stille Nacht, Heilige Nacht und O du Fröhliche. Jeweils die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier am Denkmal der Kriegsgefallenen.
Wir haben trotz Schrumpfung und wenige diese Tradition treulich weitergeführt und jeden Sonntag Exaudi, das ist der Sonntag vor dem Pfingstfest, hier an dieser besinnlichen Stätte diese Feier abzuhalten. Ich möchte heute die Ansprache zu diesem Gedenken einem Betroffenen, der die Verschleppung und die Deportation 5 Jahre miterleben musste, überlassen, dass er diese Ansprache hält, und zwar unserem sehr geschätzten Herrn Pfarrer Galter Senior. Immer, wenn wir in den vergangenen Jahren am Sonntag vor Pfingsten nach dem Gottesdienst uns hier in zahlreicher Runde versammelten, sind meine Gedanken weit in die Vergangenheit gegangen. In den Klängen von Ich hatte einen Kameraden legten zwei Kriegsteilnehmer, Michael Zackel und Matthias Beer, an der Gedenkstätte einen Kranz nieder. Im Jahre 1926 nahm der Kapellmeister Michael Schnell den Abschied aus seinem Amt. Zum Nachfolger wurde einstimmig Michael Gerz, Hausnummer 790, gewählt. Thank you.
von Michael Gerz zum neuen Kapellmeister sollte sich als eine gesegnete Tat erweisen. Er wurde zur bedeutendsten Gestalt in der bisherigen Geschichte des Musiklebens in Nettendorf. Im Jahre seiner Wahl zum Kapellmeister in Nettendorf war er stellvertretender Leiter der Kapelle des 90er Infanterieregiments in Hermannstadt. Einige Jahre später wurde er auch zum Leiter der Hermannstädter Blaserkapelle sowie auch zum Leiter der Schülerkapelle des Bruckenthal-Gymnasiums gewählt. In den Jahren bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebte die Nettendorfer Musikkapelle einen großen Aufschwung. Dieser kulturelle Aufschwung wurde jedoch durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterbrochen. Die kriegstauglichen Männer mussten in den Krieg ziehen und so löste sich die Kapelle auf. Auf den Schlachtfelden fanden auch viele Landsleute den Tod. Andere gerieten in Gefangenschaft oder erlebten das Kriegsende in Deutschland und wurden hier ansässig. Trotz Kriegswirren wurde der Musikeifer der Nettendorfer nicht gebrochen und so gründete Michael Gerz im Jahre 1946 mit 36 Mitgliedern eine neue Kapelle. Nach nur dreimonatiger Lernzeit stellte sich der Kapelle bei einem Begräbnis der Gemeinde vor. Sie wurde bestaunt und beglückwünscht. Thank you.
Nach und nach kehrten auch noch etliche alte Musikanten aus dem Krieg heim und musizierten gemeinsam mit den Jungen. Nach nur 6 Jahren, es war im Jahre 1951, erhielt die Kapelle den ersten Landespreis für Blaskapellen. Für diesen Preis kam ein 2. Platz auf Landesebene im Jahre 1960 dazu. Auch wurde der Kapellmeister mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erstarkten musikalische Traditionen wie zum Beispiel Konzerte, Maiumzüge und auf kirchlicher Ebene die Ehrung der Kriegsopfer und Verstorbenen auf dem Friedhof. Am 28. November 1971 starb Michael Gerz im Alter von 74 Jahren. Er leitete die Blaskapelle 45 Jahre lang. Nun bemühte man sich um einen neuen Dirigenten. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Blasmusik wurden gleich 2 Musikleiter mit Stimmgleichheit gewählt. Dieses waren Matthias Hubner, Haus Nummer 56, er spielt Klarinette, und Josef Hubner von Haus Nummer 600 und bläst Flügelhorn. Beide waren als gute Musiker anerkannt und diese Wahl sollte etwas Besonderes zum Ausdruck bringen. Das Traditionelle sollte beibehalten und das Neue aufgenommen werden. Diese Zeit der Neuerungen verdrängte auch die alten Uniformen. Man einigte sich auf graue Anzüge mit grünen Aufschlägen, weiße Hemden, Krawatte und Tellermütze mit Lira. So eine Tellermütze haben wir mitgebracht, die haben wir als Andenken und zeigen sie bei Gelegenheiten wie bei der heutigen Gelegenheit. Von seitens der rumänischen Behörden wurden der Kapelle Musikinstrumente zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug musste sie dann Musikleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen erbringen. Man ernannte sie zur repräsentativen Blaskapelle des Kreises Hermannstadt. Während Josef Hubner mehr Gewicht auf traditionelle Blasmusik legte, bemühte sich Matthias Hubner, neue musikalische Strömungen und eigene Arrangements einzubringen. Die Erfolge blieben nicht aus. Es wurden regelmäßige Konzerte veranstaltet, wobei das Neujahrskonzert den musikalischen Höhepunkt in Neppendorf bildete. Es wurden mehrere Konzertreisen in Siebenbürgen und in den deutschsprachigen Teil des Banats unternommen. Auch trat die Kapelle in den deutschsprachigen Sendungen des rumänischen Fernsehens auf. Ein besonderes Ereignis in der Geschichte unserer Blasmusik bildete ihr 100-jähriges Jubiläum im Jahre 1979. Dieses Fest wurde mit großem musikalischem und kulturellem Aufwand begangen.
Jahre nach diesem besonderen Ereignis feierte unsere Gemeinde 250 Jahre seit der Ansiedlung der Landler in Neppendorf. Auch bei diesem Anlass leistete die Kapelle einen Sonderbeitrag, verkörperte doch auch sie das gute Miteinander von Sachsen und Landlern in der Gemeinde. Leider begann in dieser Zeit die zunehmende Auswanderung unserer Landsleute nach Deutschland. So verlor auch die Kapelle immer mehr ihrer Mitglieder. Als erster verließ Matthias Hubner schon 1980 die Heimat. Ein Jahr später folgte ihm Josef Hubner. Im Alter von nur 22 Jahren wurde im Juli 1980 Kurt Reisenauer zum neuen Kapellmeister gewählt. Er war der jüngste Kapellmeister in der Geschichte der Blasmusik. Bedingt durch die Auswanderung seiner Familie war auch seine Amtszeit sehr kurz. Nach nur 20 Monaten gab er seinen Austritt aus der Kapelle bekannt. Als Nachfolger wurde Johann Gerz, ein Enkel des berühmten Michael Gerz, zum neuen Kapellmeister gewählt. Sein Anliegen galt der Ausbildung von jungen Talenten. Viele Jungen im Schulalter folgten seinem Ruf zur Gründung einer Schülerkapelle. Das traditionelle Neujahrskonzert blieb auch in dieser Zeit der Höhepunkt im Neppendorfer Musikleben. Neu dazu kamen die Auftritte der Schülerkapelle mit dem großen Unterhaltungsorchester mit Vokalsolisten und humoristischen Einlagen. Die Kontakte zu der deutschsprachigen Bevölkerung des Banats, Burzenlandes und Harbachtales wurden auch in dieser Zeit weiter gepflegt. Zusätzlich zu der Leitung unserer Kapelle übernahm Johann Gerz auch das Dirigentenamt der Schülerkapelle des Bruckenthal-Gymnasiums. Thank you.
Wie schon seine Vorgänger verließ auch er nach nur 5-jähriger Amtszeit die Kapelle und wanderte nach Deutschland aus. Sein Nachfolger hieß Andreas Behr von Hausnummer 758. Am 7. Mai 1985 wurde er zum neuen Kapellmeister gewählt. Mit Eifer stürzte auch er sich in sein neues Aufgabengebiet. Schon im Herbst 1986 hatte er eine Schülerkapelle mit 21 Jungen und einem Mädchen auf die Beine gestellt. Ihren ersten Auftritt feierte sie am 1. Januar 1988 beim traditionellen Neujahrskonzert. Auswirkungen der Abwanderung von Mitgliedern der Kapelle machte sich immer mehr bemerkbar. Nach dem Fall der Mauer 1989 sah sich Andreas Behr genötigt, die beiden Kapellen zu vereinigen. Doch auch diese Maßnahme konnte den Fortbestand nicht sichern. Am Heiligen Abend des Jahres 1990 erklangen zum letzten Male reine Neppendörfer Blasmusikklänge auf unserem Friedhof und vom Kirchturm über die Gemeinde. In den ersten Januartagen des Jahres 1991 brachte die deutschsprachige Zeitung Neuer Weg einen Artikel mit der Überschrift Neppendorf ohne Blasmusik. Darin wurde berichtet, was sich nach dem Turmblasen der letzten 11 Mitglieder der Kapelle an Heiligabend in der Neppendorfer Kirche abgespielt hatte. Ein letztes Abschiedsfoto vor der Kirchentür, die Übergabe des Notenmaterials, der Bilder, der Uniform und der Blasinstrumente an Pfarrer Heinz Galter und deren Unterbringung im Heimatmuseum. Am 24. Dezember 1990, Nachmittag um 17 Uhr, trafen sich die Mitglieder im Probezimmer im großen Saal und fassten
einstimmig den Beschluss zur Selbstauflösung. Ins Protokollbuch der Kapelle wurde Folgendes eingetragen. In Freud und Leid war diese Kapelle immer dabei und ohne sie konnte man sich Nebendorf gar nicht vorstellen. Hier ist das Ende dieser glorreichen Musikkapelle. Andreas Behr war der letzte einheimische und ordnungsgemäß gewählte Kapellmeister. Er legte sein Amt am ersten Christtag 1990 nieder und verließ die Heimat. Einige langjährige Mitglieder der nun aufgelösten Kapelle und der Gemeindepfarrer Heinz Geiter versuchten zu retten, was noch zu retten war. Nach einer gemeinsamen Probe waren sie erstaunt, wie gut das gemeinsame Musizieren klappte. Verstärkung holte man sich von Musikanten aus den umliegenden Dörfern sowie Theologiestudenten und Schüler des Pädagogischen Lyzeums aus Hermannstadt. Der Wirkungskreis dieser Kapelle erweiterte sich durch die allgemeine musikalische Notlage in Siebenbürgen. So beteiligte sich die Kapelle an verschiedenen Veranstaltungen in den sächsischen Gemeinden. So auch beim Siebenbürgischen Kirchtag 1991 und dem Sachsentreffen in Birtheln 1991. Erwähnenswert ist auch das Mitwirken in Programmen des österreichischen Fernsehens. Besondere Unterstützung bekam diese Kapelle in dieser Zeit von unserem Landsmann und langjährigen Mitglied in der Kapelle Josef Köber von Hausnummer 1089. Wir müssen Herrn Josef Köber ein ehrendes Andenken geben. Seine Liebe zur Musik hat die kleine Formation noch über einige Jahre gehalten. Wie schon gesagt, die Neppendorfer Blaskapelle als Kapelle von Neppendorf und in Neppendorf, die hat am 24. Dezember 1990 aufgehört zu existieren. In Deutschland ist es weitergegangen, aber auch in Neppendorf. Denn einige wenige Bläser waren noch geblieben. Und schon gegen Ende Januar 91 nahm ich Verbindung auf mit Herrn Josef Köber, Senior. Man nannte ihn in der Gemeinde der Werner. Dann wissen natürlich alle Neppendorfer der Gemeinde ist. Ein vorzüglicher Flügelhornist. Er kam mit seinem Sohn, es kamen noch weitere, es kamen auch einige Bläser aus Großau noch dazu und ich blies die Tuba und so waren wir plötzlich wieder eine Formation.
zwar eine kleine, aber dennoch, wir machten Musik. Jeden Donnerstag kamen wir zusammen in dem sogenannten Bibelstundenraum, der durch den Umbau der Pfarrscheune entstanden war, und übten und unterhielten uns, und es waren immer schöne Abende, erfreulich für alle. Wir wurden auch eingeladen auf dem Maifest in Hermannstadt, das seit der Gründung des Forums, des Deutschen Forums, wieder abgehalten wurde, im Jungen Wald zu blasen. Wir wurden eingeladen, auch ein Konzert in Hermannstadt zu geben. Und schließlich wurden wir auch eingeladen bei einem Sachsentreffen in Birtelm. Es hat deren inzwischen schon 10 gegeben. Aber ich weiß noch nicht mehr genau, bei welchem. Da waren wir mit dabei, mit der Burzenländer Blaskapelle, die natürlich eine viel größere Formation war. Und dennoch durften wir da auch mitmachen und mitspielen. Durch die Auswanderung ist auch diese kleine Formation immer kleiner geworden. Es kamen dann Militärmusiker
rumänische Militärmusiker dazu und schließlich ging es dann auch nicht mehr. Wann das war, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, so 3 Jahre oder 4 haben wir gespielt. Nach 115 Jahren hörte somit die Existenz der Neppendörfer Blaskapelle im Jahre 1994 auf. Der Zufall wollte es aber, dass mehrere Musikantenfamilien im süddeutschen Raum ansässig wurden. Erste Anregungen zur Gründung einer Neppendorfer Blasmusikkapelle in Crailsheim kamen von Johann Gerz. Zum Kapellmeister wurde erneut Matthias Hubner gewählt. Durch den gewohnten Fleiß und die Beteiligung weiterer Neppendorfer aus entfernten Ortschaften konnte man am Pfingstsonntag 1992 beim großen Umzug der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl als Neppendorfer Blasmusik mitmarschieren. Inzwischen ist es zur Tradition geworden.
Eine einheitliche Kleidung, die aus schwarzer Hose, Trachtenhemd mit den entsprechenden Krawatten, Halstüchern aus Siebenbürgen besteht. Besteht aus Mitgliedern, davon einige einheimische und ehemalige Mitglieder der Jahrmarkter Blaskapelle. Die Nettendorfer Heimattreffen, die jedes zweite Jahr in Schnelldorf bei Greizheim stattfinden, werden traditionsgemäß von unserer Blasmusik mitgestaltet. Im Oktober 1999 feierte die Blasmusikkapelle mit einer gelungenen Darbietung ihr 120-jähriges
Jubiläum. Thank you.
ist ein schöner Tag, wir laden alle ein, froh zu sein. Freunde sehen sich gerne wieder. Grüß Gott, ihr Freunde.
Woher kommen die Musikanten? Welche Musikkapelle spielt denn heute? Fragen verehrte Gäste, die zu feierlichen Anlässen in siebenbürgischen Gemeinden immer wieder gestellt wurden. Ob nun bei den traditionellen Tanzunterhaltungen im Herbst oder im Frühling, ob nun bei Hochzeiten, bei Nachbarschaftstreffen oder auch bei Trauerfeiern. Woher kommen die Musikanten? Woher kommt die Kapelle, die heute zum Tanz aufspielt? Nicht selten, so lautete in ganz Siebenbürgen die Antwort, aus Nettendorf natürlich. Heute nun unsere Musikanten, gebürtige Nettendörfer, die Technik. Heute unsere Musikanten nun, gebürtige Nettendorfer, Banater Schwaben und natürlich auch einheimische Bläser aus Dinkelsbühl, aus Crailsheim, Rossdorf und Umgebung. Sie, diese Musikanten, haben Sie mit zwei Stücken begrüßt. Das eine, Kraft durch Freude, Komponist unser Landsmann Andreas Reisenauer. Und das zweite Stück, Wiener Elan von Robert Peyer. Ja, wir wollen uns auch gegenseitig mal begrüßen. Zunächst mal alle aktiven Mitglieder unserer Kapelle und natürlich auch diejenigen, die aus Altersgründen oder aus Krankheitsgründen oder aus sonst welchen Gründen nicht mehr aktiv in der Blaskapelle sein können, die aber heute hier gekommen sind, um, wie bereits gesagt, ehemalige Weggefährten wiederzusehen und miteinander Freude zu haben. Liebe Gäste, die Heimatortsgemeinschaft Nettendorf ist natürlich auch vertreten in meiner Person. Viele kennen mich, aber nicht alle. Darum erlauben Sie mir, meinen Namen zu nennen. Erwin Köber, Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Nettendorf. All unseren Gästen und natürlich ganz besonders unseren Ehrengästen ein herzliches Willkommen. Fühlen Sie sich heute wohl und erleben Sie mit uns ein paar schöne Stunden. Liebe Festgemeinde, wie wollen wir dieses Jubiläum feiern? Zunächst natürlich, wie könnte es anders sein, mit sehr viel Blasmusik. Dann auch mit einer Festansprache, das gehört sich so. Dann auch mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Kapellenmitglieder und mit Grußworten, mit Ehren von Mitgliedern der Kapelle, mit Tanzmusik, gespielt von den Nettendorfer, gespielt von der Blaskapelle aus Onnonsheim und natürlich auch gespielt von Nettendorfer Bläsern. Nicht vergessen wollen wir das gemütliche Miteinander, die Wiedersehensfreude, den Austausch auch von Erinnerungen und natürlich das leibliche Wohl. Ich wünsche allen viel Spaß und Freude. Dankeschön. Wenn die Zukunft einer reinen Nettendorfer Kapelle auch ungewiss ist, so sind wir doch dankbar, dass sie uns so viele Jahre in Freud und Leid begleiten konnte. Somit verstehe ich diese Feier auch als ein Zeichen des Dankes an die Menschen, die diese Tradition ins Leben riefen vor 120 Jahren, dann am Leben erhielten 120 Jahre. Viele unter ihnen wurden aus diesem Leben abberufen, doch als Zeichen des Dankes auch an sie wollen wir ihr eine Minute in Stille gedenken.
Wir setzen fort. Ich bitte Herrn Pfarrer Gehalte. Sehr geehrte Festgäste, liebe Neppendorferinnen, liebe Neppendorfer, ihr lieben Musikanten, liebe Schwestern und Brüder, mit bewegtem und frohem Herzen nehme ich heute an diesem Festakt teil. Ich danke dem himmlischen Vater, dass ich das kann und darf. Und mit mir tun das viele von euch. Leider ist meine liebe Frau nicht da, sie lässt aber alle schön grüßen. Wir sind alle miteinander sehr dankbar, dass diese festliche Veranstaltung zustande gekommen ist und sprechen all denen, die sich darum gemüht haben, Anerkennung und Ermutigung aus. Denn dass sich so viele auch von weit her aufgemacht haben, um jetzt und hier dabei zu sein, zeugt von einem immer noch lebendigen Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und das ist beachtenswert. Es ist aber auch ein bemerkenswerter Anlass, der uns heute hier vereint. Im Herbst des Jahres 1879 taten sich 14 Männer aus Neppendorf zusammen, um unter der Leitung des damaligen Predigers Johann Reisenberger eine Musikkapelle zu gründen. Wir haben darüber im Festvortrag Genaueres gehört. Es ist dieses ein historisches Datum. Und das aus einem zwiefachen, aus einem doppelten Grund. Zunächst einmal die Blaskapelle und ihr Hineinwachsen in das Gemeindeleben der Neppendorfer Kirchengemeinde haben bewirkt, dass das Gemeinschaftsbewusstsein gefördert und gestärkt wurde. Denn das Mitwirken der Blaskapelle bei frohen und auch bei traurigen Anlässen haben die Menschen erfreut und getröstet, wie das gestern Abend Kurt Reisenauer so besonders trefflich ausgesprochen hat. Martin Luther hat das in einem schönen Bibelwort so gesagt: Musik ist das beste Labsal einem betrübten Herzen. Der heute, 120 Jahre später, schauen auf einen Weg zurück, auf den 120-jährigen Weg der Blaskapelle durch das Gemeindeleben von Neppendorf. Wir danken allen, die diesen Weg mit uns gegangen sind, denen, die nicht mehr sind, gestern bei der Videovorführung sind einige vor unseren Augen wieder lebendig geworden. Wir danken auch denen, die zwar noch leben, aber wegen Alter oder Krankheit nicht hier sein können,
und wir bitten Ihnen, Grüße von hier zu überbringen. Und wir danken auch euch, ihr jüngeren Musikanten. Macht weiter gute und schöne Musik. Sie ist eine der schönsten Gottesgaben. Die nun folgenden Tänze, vorgeführt von der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Volkstanzgruppen, geleitet von Frau Hella Wald, waren eine gelungene Überraschung für alle anwesenden Neppendorferinnen und Neppendorfer und deren Freunde. Das 120-jährige Jubiläum unserer Blasmusik wurde gleichermaßen hör- und sehenswert. Das hohe Können unserer Musikkapelle wurde durch die hervorragende Tanzdarbietung dieser Gruppe so ergänzt, dass man von einem Kulturereignis hohen Niveaus reden konnte. Hier wurde Kultur gelebt und erlebt. Ein schon früher geknüpftes Band wurde hier sichtbar. Ein Band, das nicht nur gestern mit heute verbindet, sondern all die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, so wie man diese nur im Herzen trägt, hier wieder zur Geltung gebracht hat. Diese Begegnung war nicht nur erbauend, sondern auch aufbauend, in die Zukunft weisend. Sie brachte uns auch die Urheimat der Landler wieder näher und erneut ins Bewusstsein, mit der sich doch ein Großteil der Neppendörfer identifizieren. Eine Bindung, die eigentlich nie aufgehört hat zu existieren. Heimat verbunden in beiden Richtungen, zur neuen, aber auch zur Urheimat gleichermaßen hingezogen, hat unsere verehrte Landsmännin Eva Hoffmann, geborene Bär von Hausnummer 1055, es verstanden, Frau Wald und ihre Tanzgruppe für unser Jubiläum zu begeistern und für unsere Feier zu gewinnen. Es war ein gelungener Brückenschlag. Wir werden uns an diese Feier noch oft und gerne erinnern.
Wir danken Frau Eva Hoffmann für ihre Begeisterungsfähigkeit, für ihren ungebrochenen Willen, sich für unsere Tradition, für unsere historischen Werte einzusetzen. Und sagen ihr, nur weiter so, es lohnt sich doch. Es gibt noch vieles zu sichern und zu bewahren und mag es manchmal überholt und veraltet scheinen. Wir sollen alles tun, damit unser Kulturgut noch möglichst lange erhalten bleibt. Es ist einmalig in seiner Vielfalt und birgt erhabene Werte und Schätze. Auch wollen wir uns Albert Schweitzers Worte zu Herzen nehmen. Es weiß keiner von uns, was er wirkt und was er Menschen gibt. Es ist für uns verborgen und soll es bleiben. Manchmal dürfen wir ein klein wenig davon sehen, um nicht mutlos zu werden. Wer sich aber vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten, dass die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Wege räumen. Ende des Zitats. Die Worte, natürlich sind sie uns sehr liebe Gäste, aber die österreichische Tanzgruppe ist uns sehr viel wert und wir freuen uns, dass sie heute zu uns gekommen sind oder gekommen ist. Darum bitten wir noch einige Augenblicke um Ihre Aufmerksamkeit. Es war eine glückliche Fügung des Schicksals, dass es uns gegönnt war, zu dem traditionellen, alljährlich stattfindenden Katrain-Tanz in Wien von der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Volkstanzgruppe eingeladen zu werden. Am 21. November 1998 war es dann soweit. Eine Gruppe Neppendorfer aus dem süddeutschen Raum und eine Gruppe aus Neppendorf folgten dieser Einladung. Überwältigt von den wunderschönen Räumen des Konzerthauses und den alten Volkstänzen, die da vorgeführt wurden, entdeckten wir einen besonderen Tanz, und zwar war dieses der Neppendorfer Landler, vorgeführt von einer Wiener Volkstanzgruppe. Sowohl die Melodie als auch die verschiedenen Tanzfiguren stammen aus dem niederösterreichischen Volksliedarchiv. In diesen Unterlagen wird berichtet, dass im Jahre 1932 der Volkskundler Richard Wolfram eine Erkundungsfahrt in die drei Landlergemeinden Neppendorf, Grosau und Großbold unternahm. Hier traf er auf unseren Landsmann Andreas Köber, Taiwer Andreas, der ihm die verschiedenen Tanzfiguren überlieferte. Diese wiederum stimmten mit denen des Landlers aus dem Herkunftsland, dem Salzkammergut, überein. So nannte man diesen Tanz schlicht und einfach Neppendorfer Landler. Dieser Name steht für eine über 200-jährige, unsichtbare, doch vorhandene Verbindung unseres kleinen Volksstammes mit dem Mutterland. Durch die freundschaftlichen Beziehungen, die bei unserer Begegnung in Wien mit den Volkstänzern geknüpft wurden, kam es zu dieser Einladung und ihrer Teilnahme an der Feier des 120-jährigen Bestehens unserer Blasmusik. Ihre Vorführungen wurden mit großem Interesse und Aufmerksamkeit von unseren hier anwesenden Landsleuten verfolgt und mit gebührendem Applaus gewürdigt. Unser Dank geht an alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Volkstanzgruppen für ihre Darbietungen sowie an Frau Hella Wald, die Leiterin dieser Gruppe. Sind Sie es doch, die unseren Neppendorfer Landler in die Öffentlichkeit brachten und ihn so vor dem Vergessen bewahrten. Thank you.
Liebe Tänzer, liebe Tänzerinnen, liebe Frau Wald, ganz herzlichen Dank für die getanzte Botschaft. Und ich hatte ja eingangs gesagt, für den getanzten Gruß. Es war sehr schön, haben Sie herzlichen Dank. Und als Zeichen des Dankes, ich gehe mal davon aus, dass Sie zu Hause so ein Tagebuch pflegen oder Protokollbuch oder wie man das auch immer nennt. Ich darf Ihnen als Zeichen des Dankes eine CD, eine Neppeler Glaskapelle überreichen für gemütliche Stunden. Vielleicht tanzen Sie auch mal drauf, weil Sie können ja sehr gut tanzen. Und natürlich auch über das, was ich im Festvortrag gesagt habe, noch eine Ergänzung dazu. Vielleicht der eine oder andere möchte mal lesen und noch einiges über das Leben der Glaskapelle zu erfahren. Ganz herzlichen Dank. Neben der Verblasmusik uns vergisst. Der Kapellmeister bekommt erstens einmal die Note vom Neppendorfer Landler. Und wenn er sich aus Neugierde umdreht, hat er eine schwierigere Aufgabe, da ist die Tanzbeschreibung dabei. Nachdem doch die meisten aus dem oberösterreichischen Raum ihre Wurzeln haben, haben wir uns erlaubt, eine CD mitzubringen, die also in Österreich über die oberösterreichischen Tänze herausgekommen ist. Und da ist der Neppendorfer Landler drauf, so wie wir im Fremd drüben zu spielen. Tja, noch eine Polka zum Ausgang. Thank you.
20 Jahre Feier beschloss der Ausschuss, allen Musiker, ehemaligen Musiker auch aus der alten Heimat und in der neuen Heimat eine Ehrenurkunde zu verleihen. Für ihre 10-jährige treue Mitgliedschaft erhalten folgende Musikanten die Ehrenurkunde. Georg Nutz, Hausnummer 791, Trompete. Walter Reisenauer, Hausnummer 973, Trompete. Kurt Müller, Hausnummer 444, Trompete. Uwe Leonbacher, Hausnummer 761, Posaune. Matthias Beer, Hausnummer 815, Flügelhorn 2. Josef Mesch, Hausnummer 11, Posaune. Josef Eckenreiter, Hausnummer 990, Flügelhorn. Thomas Fleischer, Hausnummer 609, Flügelhorn. Andreas Reisenauer, Hausnummer 556, Tenorhorn. Kurt Reisenauer, Hausnummer 765, Trompete. Für 12 Jahre treue Mitgliedschaft. Andreas Reisenauer, Hausnummer 576, Tenorhorn. Für 14 Jahre treue Mitgliedschaft. Robert Beer, Hausnummer 391, Schlagzeug. Für 18 Jahre treue Mitgliedschaft. Andreas Mesch, Hausnummer 749, Klarinette. Für 17 Jahre treue Mitgliedschaft. Hans Reisenauer, Hausnummer 765, Flügelhorn. Für 15 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Reisenauer, Hausnummer 40, Flügelhorn. Für 15 Jahre treue Mitgliedschaft Gerhard Reuer, Hausnummer 627, Bassflügelhorn. Für 17 Jahre treue Mitgliedschaft Matthias Hubner, Hausnummer 56, Klarinette und Saxophon. 8 Jahre Dirigent der Neppendorfer Blasmusik. Zurzeit Leiter der Blaskapelle Kreilsheim. Für 16 Jahre treue Mitgliedschaft Andreas Grieshober, Hausnummer 43, Bass. Für 18 Jahre treue Mitgliedschaft Georg Köber, Hausnummer 729, Klarinette. Für 19 Jahre treue Mitgliedschaft Kurt Reisenauer, Hausnummer 636, Klarinette. 2 Jahre Dirigent der Neppendorfer Blaskapelle, zurzeit im Vorstand der Blaskapelle Kreilsheim. Für 20 Jahre treue Mitgliedschaft Karl Leonbacher, Hausnummer 523, 4 Jahre im Ausschuss, Flügelhorn. Für 22 Jahre treue Mitgliedschaft Johann Gerz Junior, Hausnummer 790, Flügelhorn. 5 Jahre Dirigent der Neppendorfer Blaskapelle und
der Neppendorfer Schülerkapelle. Für 22 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Schwachhofer, Hausnummer 46, Große Trommel. Für 24 Jahre treue Mitgliedschaft Michael Schwachhofer, Hausnummer 1104, Tenorhorn. Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft Matthias Liebhardt, Hausnummer 686, Althorn. Für 28 Jahre treue Mitgliedschaft Matthias Reisenauer, Hausnummer 40, Klarinette. Für 28 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Reisenbüchler, Hausnummer 637, Klarinette. Für 28 Jahre treue Mitgliedschaft Andreas Beer, Hausnummer 758, Tenorhorn. 5 Jahre Kapellmeister der Neppendorfer Blaskapelle und Dirigent der Neppendorfer Schülerkapelle. Für 28 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Beer, Hausnummer 901, Klarinette, 2 Jahre Vorstand. Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft Michael Reisenauer, Hausnummer 294, Bass, 5 Jahre Kassier. Für 26 Jahre treue Mitgliedschaft Leopold Leonbacher, Hausnummer 14, Trompete. Für 26 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Reisenauer, Hausnummer 405, Tenorhorn. Für 30 Jahre treue Mitgliedschaft Johann Gierlich, Hausnummer 122, Bass. Für 32 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Schnell, Hausnummer 448, Klarinette. Für 33 Jahre treue Mitgliedschaft Michael Gierlich, Hausnummer 482, Bariton, 7 Jahre Vorstand. Für 34 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Hubner, Hausnummer 600, Flügelhorn, 10 Jahre Dirigent der Neppendorfer Blaskapelle. Für 30 Jahre treue Mitgliedschaft Josef Köber, Hausnummer 1098, Flügelhorn. Für 42 Jahre treue Mitgliedschaft Johann Beer, Hausnummer 825, Tenorhorn. Dreimal Vorstand und 3 Jahre Kassier. Für 45 Jahre treue Mitgliedschaft Johann Rastel, Hausnummer 435, Tenorhorn. Für 45 Jahre treue Mitgliedschaft Johann Reisenauer, Hausnummer 773, Trompete. Für 45 Jahre treue Mitgliedschaft Thomas Gierlich, Hausnummer 743, Posaune. Für 47 Jahre treue Mitgliedschaft Johann Gerz Senior, Hausnummer 790, Flügelhorn. Für 55 Jahre treue Mitgliedschaft Simon Keil, Hausnummer 456, Trompete. Für 60 Jahre treue Mitgliedschaft Matthias Beer, Hausnummer 758, Bass.
ebenfalls für 60 Jahre treue Mitgliedschaft, ein Urgestein der Neppendorfer Blaskapelle, so wie Kurt Reisenauer es zutreffend sagte, Josef Köber Senior, Hausnummer 1098, genannt der Vianer. Die Neppendorfer Blaskapelle war der Neppendorfer Lieblingskind und ist dies auch bis heute geblieben. Sie dient nicht nur der Pflege unseres Liedergutes, sondern im besonderen Maße der Gemeinschaftspflege. Allgemein betrachtet ist schon die Begegnung mit lieben Landsleuten, die heimatlichen Ansprachen, so wie wir sie auch heute hören konnten, welche die unaussprechliche Atmosphäre alter Verbundenheit vermitteln, ein sehr willkommenes Ereignis. Umso dankbarer sind wir, dass solche Begegnungen nunmehr wieder zu unserer Tradition gehören. Pflege und Darstellung dieser Tradition bilden eine Quelle starken Selbstbewusstseins für unsere ganze Gemeinschaft und geben Kraft für neue Tätigkeit. Als ehemaliger Kapellmeister in Neppendorf und jetziger Vorstand bei der Blaskapelle, wo es noch übrig geblieben ist, in Deutschland, möchte ich auch sagen, dass mir bei der Blähmusik sehr gut gefallen hat. Es ist auch in Neppendorf eine Zucht und eine Ordnung gewesen bei der Blähmusik. Es ist auch eine schöne Unterhaltung gewesen. Wir haben viel von älteren Vierteln gelernt, von älteren Musikanten. Und für das möchte ich allen ehemaligen Kollegen Jatonga, was macht er mit der Blähmusik. Und ich hoffe, dass noch eine Zeit lang so weitergeht, solange es noch geht. Und wünsche der Kapelle noch alles weiter und alles Gutes. Verehrte Landsleute, hiermit ist auch die Verleihung der Ehrenurkunden für langjährige Mitwirkung in der Neppendorfer Blaskapelle an unsere Musikanten abgeschlossen. Wir wollen Gott danken, noch in der glücklichen Lage sein zu dürfen, solch hervorragende Kulturprogramme vorweisen zu können und genießen zu können. Es liegt nahe, dass ohne die volle Unterstützung der Frauen unsere Musikanten nicht zu diesem weit über Neppendorf hinausreichenden Ruhm gelangt wären. Also gilt unser Dank allen Ehefrauen unserer Musikanten, die verständnisvoll hinter ihren Männern gestanden sind. Dank sei euch allen, Müttern und Gattinnen dieser Männer. Nicht nur die Ehrung, sondern die Ehre sei euch zuteil. Thank you.
unserem Neuanfang in der Bundesrepublik, in der neuen Heimat, hatten wir ja sehr viel Glück mit einigen unseren Leuten, die uns sehr viel unterstützt haben. Matthias Hubner bedankte sich anschließend bei allen Landsleuten, bei allen ehemaligen Musikanten und deren Freunde für die spontane, herzhafte und unkomplizierte Hilfe, die ihm und der Kapelle bei der Neugründung in der neuen Heimat zuteil wurde. Er entschuldigte sich, nicht alle erwähnen zu können, die für ihn Ansporn und Bestätigung zugleich gewesen sind und ihm viel Mut und Hoffnung gemacht haben. So nannte er Susanna Knochner, die beim Neuanfang immer dabei war und in allen Hinsichten Mut machte. Sie fertigte auch neue Halstücher für die Kapelle an. Theresia Grum half ebenfalls bei der Beschaffung der Halstücher und überall da, wo Not war. Reisenauer Andreas, der sich nie zurückgezogen hat und stets das Vorhaben finanziell unterstützte, sowie auch Johann Huber aus Kalkreuth, der Tommel Hans, er war ebenfalls ein Gönner und Unterstützer der Kapelle. Sie und viele andere noch waren, so wie Matthias Hubner sich ausdrückte, die ziehenden Kräfte, die uns unterstützt haben. Und selbstverständlich bedankte er sich auch sehr herzlich bei den Musikanten, die so tapfer zur Stange gestanden sind, so dass unsere Tradition, aber auch unser Musikstil, der etwas ganz Besonderes ist, auch hier in der neuen Heimat zur Freude aller Landsleuten wie auch Einheimischen zugleich wieder zur Geltung gekommen ist. Matthias Hubner orientierte sich auch hier in Deutschland angekommen nach den Worten: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. So kam es dazu, dass am 16. Januar 1992 eine neue Kapelle ins Leben gerufen wurde. Matthias Hubner wurde zum Kapellmeister gewählt. Wir bedanken uns für die wertvollen mündlichen Beiträge unserer Landsleute Matthias Hubner, Kurt Reisenauer und Pfarrer Heinz Galter. Sie sind wichtige Informationsträger und Zeitzeugen zugleich. Wir sollten keine Gelegenheit ungenutzt lassen, Wissen zu sichern. Nicht die Taten, sondern die Worte über die Taten bewegen die Menschen. Desgleichen bedanken wir uns auch bei unserem Landsmann Reisenauer Josef, Hausnummer 844, für die uns zur Verfügung gestellten Bilder, die uns den chronologischen Werdegang der Neppendorfer Blaskapelle vor Augen führen. Ein besonderer herzlicher Dank gilt unserer Landsmännin Frau Sarah Grieshober, Hausnummer 505, jetzt wohnhaft in Landsberg an der Lech. Bei ihr durften wir Heimat hautnah erleben. Sie stellte uns ihre, so wie einst in Neppendorf eingerichtete Bauernstube zur Verfügung. Und zwar nicht nur bei diesem Film, sondern auch für die noch in Arbeit befindlichen Aufnahmen. Bei Frau Sarah Grieshober fühlt man sich zu Hause. Man vergisst den Alltag und taucht in eine andere, schöne Welt ein, in unser einstiges Dohuam oder Dahim. Jedes Wiedersehen gab Anlass zur Freude und ihre praktischen Hinweise waren nützlich und wertvoll. Gott möge sie uns noch lange und gesund erhalten. Heute ist ein schöner Tag, wir laden alle ein, froh zu sein. Freunde sehen sich gerne wieder. Schenk uns noch mal ein, denn heute soll Stimmung sein.
sehen sich gerne wieder. Leute, wir kommen mit unserem letzten Marsch zum Endstück vom Festteil, vom Festakt. Anschließend, dass wir ein bisschen miteinander plaudern können, spielen für uns bis 21. Es ist selbstverständlich, dass hier nicht eine genaue Dokumentation der Neppendorfer Blaskapelle vorgeführt wurde. Es ist nur ein Versuch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, uns mit dem, was uns die Neppendorfer Blasmusik bedeutet, auseinanderzusetzen. Deshalb bitten wir höflichst um Ihr Verständnis für die inhaltlichen und insbesondere bei den Zahlenangaben die Daten betreffenden aufgenommenen Unstimmigkeiten. Wie wir aus den Ehrungen ersehen konnten, haben wir eine hohe Anzahl guter und fähiger Musikanten. Darüber hinaus talentierte und hochmotivierte Kapellmeister, die meist ein ganzes Leben lang ihr Können der Gemeinschaft zur Verfügung stellten. Musikanten, Dirigenten, aber auch anspruchsvolle Komponisten gleichermaßen, sie alle waren wegbereitend und sind auch heute noch Wegweiser in unserer Gemeinschaft. Mit dem alten Kameradenmarsch, den Matthias Hubner gleich ankündigen wird, beenden wir diesen Film und sagen nochmal allen Musikanten, wir danken euch. Wir verabschieden uns jetzt von diesem festlichen Akt, von diesem festlichen Teil mit dem bekannten Marsch Alte Kameraden.